Hallo meine Lieben, schön, dass ihr reingeschaltet habt zu dieser doch etwas sehr besonderen Rezension. Vor allen Dingen auch für mich, denn es geht heute um ein kleines Sachbuch bzw. um Fachlektüre, nämlich um mein Babyalbum aus dem Kösel Verlag. Also das ist ein Rezensionsexemplar, was mir zur Verfügung gestellt wurde. Also vielen, vielen Dank an der Stelle. Ihr seht, ich habe es schon ein bisschen aufgrund unserer persönlichen Situation versucht, so kindergerecht zu gestalten, auch jetzt mal in dem Video. Man sieht jetzt auch hier so ein bisschen schon den Wickeltisch im Hintergrund. Also es ist aus Platzmangelgründen alles hier im Wohnzimmer, also sprich Laufstall und Wickeltisch. Und ja, ich habe mich sehr, sehr gefreut und freue mich auch, euch dieses Buch vorstellen zu dürfen. Denn es hat natürlich auch so einen kleinen Eigennutzen dabei, denn in diesem Babyalbum kann ich, beziehungsweise können wir für unseren kleinen Schatz alle wichtigen Sachen festhalten. Bilder und natürlich nicht nur Platz für Fotos, sondern auch ganz, ganz viele eigene persönliche Notizen. Und zum Beispiel kann man hier den Steckbrief der eigenen Person, also der Eltern, ausfüllen. Man hat sozusagen eine kleine Kennenlerngeschichte und das finde ich sehr, sehr schön, weil man sich auch selber, wir, also mein Partner und ich sind jetzt knapp 12 Jahre zusammen und es ist halt einfach eine lange, lange Zeit und es ist so schön, wieder so in diesen Erinnerungen zu schwelgen und eigentlich zu überlegen, ja stimmt, wie hat man sich kennengelernt? Was waren so Sachen, die man miteinander erlebt hat? Man hat Platz für den Stammbaum von dem Kleinen, also sprich Oma, Opa und so weiter. Also man kann hier kleine Bildchen noch einkleben. Man kann die ganze Schwangerschaft hier im Prinzip so ein bisschen, also die wichtigsten Ereignisse zumindest, sprich Hormonschwankungen und ähnliches, mit unterbekommen. Und da ich mich ja jetzt noch 4 Wochen vor der Geburt in der Schwangerschaft befinde, ist das natürlich auch ein idealer Zeitpunkt, finde ich. Also es kann auch schon zur Schwangerschaft vielleicht verschenkt werden, denn jetzt gerade kommt ja so ein bisschen dieser Trend aus dem Amiland mit diesen Babyshowern und Babypartys. Auch sowas stehe ich oder stehen wir nicht so besonders, deswegen verzichten wir auf sowas. Bei uns gibt es dieses gute, alt-traditionelle Babypinkeln, was der Mann dann zu Hause mit den Freunden feiert, wenn die Frau noch im Krankenhaus ist. Und so werden wir das dann auch handhaben. Aber nichtsdestotrotz ist es nicht nur zur Geburt, sondern auch schon, finde ich persönlich, während der Schwangerschaft möglich oder machbar, das auch schon zu verschenken. Des Weiteren haben wir hier immer mal wieder kleinere Zitate und Anekdötchen, so auf diesen Übergangsseiten, die sozusagen als Deckblätter fungieren. Wir können hier eintragen, wie die Geburt abgelaufen ist, wie die Namensfindung stattfindet und stattfand. Und das ist zum Beispiel bei uns auch gerade im Moment noch so ein Punkt, wo ja wir uns sehr uneinig sind. Also sprich, jeder hat einen Favoriten, aber keiner will sich irgendwie unterordnen oder wir können uns halt einfach noch nicht wirklich einigen und auch das kann man in dem Buch schön festhalten. Also gerade wenn das Baby dann später größer wird und selber lesen kann und einfach so ein bisschen auch was über sich erfahren möchte, finde ich das total toll. Gerade so dieses, also es sind ganz viele Seiten über mein erstes Punkt, Punkt, Punkt. Und dann zum Beispiel, der erste Zahn, der erste Urlaub, die ersten Aktivitäten, sprich, wann hat er das erste Mal gelaufen, gekrabbelt? Wie hat er sich beim Baden und beim Wickeln verhalten? Und da sind halt immer so Sachen und so Momente, die nimmt man wahr, man freut sich, aber wenn man sie nicht wirklich notiert, glaube ich nicht, dass man sich dann in vielen, vielen Jahren noch dran erinnern kann. So, was war so der erste, das erste Spielzeug, das erste Kuscheltier, die ganzen Vorlieben und Abneigungen, das Ess- und Trinkverhalten, das Schlafverhalten. Ich bin mir nicht sicher, ob man alles komplett notieren muss, aber ich finde so diese wichtigsten Highlights, besondere Anlässe, da der erste Geburtstag, die Familienfeiern oder erste Familienurlaube, die dann das Baby so miterlebt hat und was man wirklich schön mit kurzen, knackigen Notizen, aber auch immer wieder mit Fotos bestücken kann, hat mir hier sehr, sehr gut gefallen. Es ist auch mein einziges Babyalbum, also ich habe auch noch kein anderes, habe also dementsprechend auch keine Vergleichsmöglichkeiten. Ich finde aber dadurch, dass es so relativ dünn ist und also man ist nicht überflutet oder überfordert mit dem Ausfüllen dieses Buches, sondern man hat ja wirklich immer nur kurze, kleine, also Platz.
Halter, sage ich jetzt einfach mal, für seine Notizen. Und von daher kommt man auch nicht in Verlegenheit zu denken, oh Gott, jetzt musst du hier Romane und Texte und was nicht schreiben, sondern immer halt so kleine Stichpünktchen. Und ich finde, das reicht auch völlig aus, weil das ja einfach sonst zu übertrieben wäre. Also das muss man nicht haben, finde ich, braucht man auch nicht. Und ja, das finde ich sehr, sehr schön. Ich freue mich sehr, sehr darauf, das auszufüllen. Ich habe es jetzt auch noch nicht ausgefüllt, weil ich es euch ja erstmal zeigen und vorstellen wollte. Und werde mich aber auch in den nächsten Tagen, denke ich, einfach mal dran setzen und mir meine Gedanken machen und vielleicht auch mit meinem Partner zusammen dann Gedanken machen, weil ich das einfach sehr, sehr schön finde. Und ja, also ich hoffe, der Kleine freut sich dann später auch mal drüber, dass er so ein paar nette Erinnerungen nochmal hat und da einfach nochmal reinschauen kann. Und ich glaube, auch selber als Eltern guckt man sich sowas gerne in vielen, vielen Jahren nochmal an, vielleicht auch gemeinsam mit der Familie und erfreut sich da einfach nochmal dran. Also vielen Dank hier an den Kösel Verlag für dieses wirklich wunderschöne, tolle Exemplar. Und ja, ich freue mich sehr darauf. Ja. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr vielleicht noch andere Empfehlungen habt für Babyalben oder vielleicht auch so als Geschenkidee. Findet ihr sowas gut? Kauft ihr euch sowas lieber selber oder fändet ihr das angebracht, dass man sowas geschenkt bekommt? Weil ich glaube, da gibt es ja tausend verschiedene Aufmachungen aus vielen, vielen verschiedenen Verlagen über diese Babyalben, die sich eben ausfüllen lassen. Und ja, wer da noch einen tollen Ratschlag oder eine Empfehlung hat, lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zusehen und wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis demnächst, macht es gut und tschüss.